Ich habe zum ersten Mal von John Young, meinem Mentor der Wildnisszene, davon gehört. Er hat die Geschichte erzählt über zwei Abende, wie der Friedensstifter die fünf Nationen geeint hat und sie dann ein Versprechen für den großen Frieden abgegeben haben. Und der Schlüssel war der, dass der brutalste Anführer, wirklich ein Tyrann, der hat sein Herz geöffnet, weil ein Lied ihn an seine Kindheit erinnert hat, wo er in Frieden war. Und dann hat er sich um 180 Grad gedreht und hat gesagt, ich bin Hüter dieses großen Friedens. Und wenn jemand was dagegen hat, dann soll er zu mir kommen. Der Mensch, der vorher alle tyrannisiert hat, ist jetzt Hüter des Friedens. Das ist so die Kernaussage dieser Geschichte. Und das hat mich berührt und es war sofort ein Bild, ja, wenn auch in der heutigen Zeit Menschen, die an der Macht sind, die Geld haben und Einfluss haben, wenn die erkennen, was sie damit auch für den Frieden und für die Menschheit machen können, dann ist genau das Gleiche. Und das hat mich so begeistert. Ich habe diese Geschichte viele, viele Male gehört von John. Und an einem Abend war mir klar, Dirk, eines Tages wirst du die Geschichte weitererzählen. Und dann habe ich ganz anders zugehört und die Stichpunkte aufgeschrieben, die entscheidenden Schlüsselsätze. Und so ist die Geschichte in meinem Kopf und ich beobachte, was gerade in der Welt los ist. Und ich sehe, dass diese Geschichte sich wiederholt. Und es gibt eine Prophezeiung vom Friedensstifter, der sagt, eines Tages werden die Europäer diese Prinzipien brauchen und wir werden Weltfrieden haben. Und ich spüre ganz deutlich, dass die Zeit jetzt gekommen ist. In mir jedenfalls. Miriam und ich leben das und wir sind bereit. Und immer mehr Menschen erfahren diese Prinzipien von uns und sie verändern sich. Sie übertragen es in die Familie, in ihre Arbeit und tragen somit diesen Gedanken, friedvoll miteinander zu sprechen, die besten Worte zu wählen und in Einigkeit Entscheidungen zu finden. Sie leben das mit uns. Und das macht mir Hoffnung, das gibt mir Impulse weiterzumachen, das gibt mir Kraft, dass immer mehr Menschen sich erinnern und sagen, so will ich leben. Ja, und durch diese Webseite haben wir jetzt die Möglichkeit, dich zu inspirieren, da drauf zu schauen, die Prinzipien zu lesen, zu studieren. Und das ist mit einmal Lesen und Angucken nicht getan. Ich selber habe in der Visionssuche die Erkenntnis bekommen, dass ich aufhöre zu lügen. Ich war in einem Lügengebilde, wie ich es von meinen Eltern kenne. Und da war ganz klar, stopp. Und ich habe wirklich lange Zeit gebraucht, um da rauszukommen. Aber jetzt spüre ich ganz deutlich, wenn etwas nicht stimmig ist, ein Satz, ein Wort, dann ist wie so eine Instanz da, die sagt, hey, stopp, da stimmt was nicht. Und dann kommen meine besten Worte. Also da kann jeder anfangen, sofort, jetzt sofort, wenn du das Video hörst, zu sagen, ich höre augenblicklich auf zu lügen, ich spreche nur noch die Wahrheit, egal was mir passiert. Das habe ich getan. Es war schon hart, das umzustellen, aber das ist der erste Schritt. Ohne dem geht's nicht, das kann ich gleich sagen. Ohne dem geht's nicht, weil wir verstricken uns ständig in irgendwelche falschen Konstrukte, aus denen wir nicht rauskommen. Also meine Botschaft an dich, starte sofort damit, mit der Wahrheit. Spreche wahrhaftig, vom Herzen, sagt man. Beste, was du gerade sagen kannst. Und so kannst du dich trainieren, so haben wir uns trainiert. Und wir beide haben uns auch ein Commitment gegeben, dass wir uns gegenseitig erinnern. Wenn ich da rausfalle, hey, Miriam sagt dann, das stimmt nicht, das war nicht friedvoll, das waren keine guten Worte, das tut mir weh. Und umgekehrt sage ich auch genauso. Ich kann euch jeden inspirieren, da mit auf den Weg zu gehen. Der Weg in den Frieden. Oder der Weg des Friedens. Weil jeder Schritt, den wir in dieser Richtung tun, ist Frieden. Und wir sind gerade hier in einer wunderschönen Naturumgebung, die ist in Frieden. Das tut uns gut. Also da kann jeder auftanken, in den Frieden zu kommen.